Bäume in Strickpullis kannte ich bisher nur aus dem Internet und ich habe da auch mal drüber gebloggt, weil ich das so faszinierend finde. Und dann war ich neulich in der Schweiz, in Appenzell, und dann sind die mir tatsächlich im Real Life begegnet und die zeige ich euch jetzt mal. So, jetzt sind wir in Appenzell. Ich glaub's ja nicht. Jetzt sehe ich eingestrickte Bäume live und in Farbe und dazu muss ich nach Appenzell. Das war total klasse. Also die Bäume hier frieren eindeutig nicht. Das ist sehr schön. Ich kenne das ja nur aus Amerika bisher. Und die eine Bloggerin, die das auch bei sich gemacht hat. Aber das ist schon echt der Hammer. Und da stehen auch noch irgendwelche Dinge. Da muss ich mal gucken. Ach genau. Da. Hier eine Internetadresse. Und hier steht, wer da alles mitgemacht hat. Das ist wahrscheinlich jetzt zu dunkel, aber da hat lauter Schulen mitgestrickt. Die müssen ja auch direkt. Die werden in Einzelteilen gestrickt und dann zusammengenäht.